Mit dem TM2 V2 hat Absima einen 1:10er Buggy im Programm, der über ein für den Einsatz auf Teppichstrecken optimiertes Chassisdesign verfügt. Der sehr weit vorne platzierte Motor und die gute Balance verleihen dem Modell aber auch auf klassischen Offroad-Strecken eine hohe Agilität. Klassentypisch wird der TM2 als Bausatz ausgeliefert. Die Anzahl der beiliegenden Aluminium- und CFK-Teile ist enorm und zudem sind sämtliche Hauptkomponenten sehr passgenau und sauber gefertigt. Der Buggy verfügt über die klassentypischen Merkmale. Dazu zählen unter anderem CVD-Antriebswellen, ein Kegelraddifferential, eine komplette Kugellagerung und natürlich Öldruckstoßdämpfer. Der Aufbau der Vorderachse ist eher klassisch gehalten und entstammt den 2WD-Modellen aus der Team C Produktpalette. Die Konstruktion ist generell sehr stabil ausgeführt, was auch für die Lenkung gilt. Hier kommen neben einem Servo-Saver auch 4 Kugellager zum Einsatz, um eine leichtgängige und spielfrei arbeitende Lenkung aufzubauen. Da der TM2 V2 an vielen Stellen über hochwertige CFK-Teile verfügt, ist es nur logisch, dieses Material auch für die Dämpferbrücken zu nutzen. Die daran befestigten Bigbore-Dämpfer verfügen ab Werk über eher weiche Federn. Daher ist mit 350 CPS Öl und jeweils der Vierlochplatte eine gute Abstimmung auf Strecken mit kleinen bis mittleren Sprüngen möglich. Durch das geringe Modellgewicht von nur 1500 Gramm reicht schon ein 9 Turns Brushless Motor völlig aus, um das Modell richtig schnell auf Teppich bewegen zu können. Trotz der guten Fahrwerte reicht ein 2S Lipo Akku mit 5000 mAh Kapazität immerhin für knapp über 10 Minuten Fahrzeit auf einem fordernden Kurs. Wer den Buggy eher auf einer klassischen Offroad-Strecke einsetzen will, sollte das Setup entsprechend anpassen. Die hochwertige Ausstattung mit CFK und Alu-Teilen sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität. Der TM2 V2 ist wahrlich schnell auf Teppich und zeigt dennoch auch Offroad-Nehmerqualitäten. Das Fahrverhalten ist 2WD-typisch, aber insgesamt sehr gutmütig. Der TM2 V2 verlangt nach einer guten Abstimmung und dem Einsatz von Shorty-Akkus, bietet dafür aber jede Menge Fahrspaß. Auch einige Monate nach seiner Markteinführung ist der TM2 V2 damit immer noch ein konkurrenzfähiger Buggy zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.